Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Sekiro geht weiter. Ich mache Fortschritt. Ich mache echt Fortschritt und habe auch den lila Jungen da unten in der Höhle besiegt. Ich hoffe, der ist jetzt auch dauerhaft weg. Ich vermute es. Und es heißt, dort geht es weiter. Aber ich soll nicht an den Typen da unten springen, sondern irgendwo bei den Geckos hier. Ah, da hinten. Voller Geldbeutel, nice. Ach, guck mal, hier ist sogar ein... Ja, da hätte ich mal vorher hingehen sollen, wa? Ach so, und vorhin war mal die Frage, wie viele Gebetsperlen ich denn hab. ganz vergessen darauf zu antworten. Wo sind denn die? Da. Ich bin bei der dritten Gebetskette. Und eine Perle habe ich. Was mache ich denn hier unten eigentlich nochmal? Hi, wer bist du? What? If you wish to go to the very depths of Ashina, then you'd best cast yourself out. Over there. The depths of Ashina are over there. Will you be cast? What? If you then over the... Na dann. Rein da. Denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, mich hier hochzuziehen. Ach, was sollte ich denn nochmal in den Tiefen finden? Also das Schwert habe ich. Du? Was habe ich? Ach so, die richtige Entscheidung getroffen. Könnten Sie bitte am Boden liegen bleiben? Es ist gefährlich hier draußen. Hier laufen Shinobis rum. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich hier runtergezogen. Weil hier Licht ist. Ach, guck an. Auch wieder erneut die richtige Entscheidung. Das sieht hier aus wie beim Affen. Schlangenauge, Auge, irgendwo. Ey! Ach nee, ey. Oh nee. Nee. Nicht cool. Ich hasse den. Das ist... Oh, ich hasse die. Och man, den letzten habe ich übersprungen, den ich gefunden habe. Den muss ich besiegen. Oh man. Das ist doch schon wieder... dieses Spiel! Ah! Oh Gott! Oh.
Wo? Ach, der kommt mir hinterher. Nee. Ach. Okay. Ach Mann! Ja, der macht halt trotzdem Schaden, ne? Das ist ein Riesenmist. Das ist ein Riesenmist. Nee, ach Scheiße. Einen kleinen Tipp, ja, gerne gegen den. Okay, ich verstehe. Von hier aus kann ich wahrscheinlich den ein oder anderen Kill machen, ohne dass er es mitkriegt. Ach. No, 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 no. So, die dürften ja jetzt nicht respawnen, wenn ich hier mich hinsetze. Aber der verliert auch die Aggro nicht, ne? Oder verliert er irgendwann die Aggro? Nee, ne? Wo ist er denn? Da ist der.
Er hat es sofort mitbekommen, dass ich die beiden Boys da gekillt habe. Habe ich es falsch gemacht? Wahrscheinlich. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Visier ihn halt an, oder? Danke. Mensch, Spiel, ey. Hallo. Ey, es ist so ein Scheiß. Eieieiei. Lol. Er hat mich halt schon wieder gesehen, ne? Scheiße. Ha. Ich darf hier keine Exekution machen. Keine Ahnung warum. Okay, er hat mich mal noch nicht gesehen. Das ist gut. Der guckt in die andere Richtung. So, dann hoffe ich einfach, dass ich jetzt hier... zumindest schon mal einen Punkt abziehen darf. Dieses Spiel macht mich echt... Ah, dieses Spiel treibt mich so anders in den Wahnsinn, ne? Ach. Jetzt komm halt her.
Er hat mich halt schon wieder gesehen. Muss ich hier durch, um zum nächsten Hauptboss zu kommen? Ja, oh. Und bei dem Affen auch. Muss ich da durch? Wahrscheinlich, ne? Oh, Kacke. Warum darf ich den Linken nicht anvisieren? Warum darf ich den Linken nicht anvisieren? Hallo. Komm her. Stimmt, ich kann mich ja. Stimmt, es gibt da so ein Item. Hab ich vergessen. Meine Fresse, komm halt her, du kannst mich da nicht treffen. Ja, wo ist er hin? Ihr seht's gar nicht richtig. So könnt ihr's besser sehen. Hä? Wo ist er hin? Ich hab keine Ahnung, ich hab da gerade. Ja, dann halt nicht. Ne? Dann ist mir egal. Ist das die richtige? Nee, Vitalitätsschaden verringern. Lautlos und unsichtbar hier. Der hellblaue. Kann ich nicht einfach da hoch und außen rum irgendwie? Aber zumindest habe ich jetzt schon mal keine anderen Boys mehr. Das ist ja schon mal was. So, jetzt ist noch die Überlegung, habe ich irgendwas, was mir hier hilft? Das hier, das geladene Feuerwerk vielleicht. Thank you.
Mist. Nee, 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 nee. Na bitte. Feuerwerk hat geregelt. Nice. Ich habe trotzdem sehr viel saufen müssen hierfür, aber immerhin. Was ist denn hier passiert? Da hat jemand rote Farbe verloren. Das hier ist ein Bosskampf. So. Kein Bosskampf? Einfach nur so eine random Höhle? Glaube ich ja nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Das sieht hier aus wie da, wo die Affen waren. Hier war ich doch schon. Da sind die Affen. Und der Riesenaffe. Was suche ich nochmal hier? Okay. Es sind keine Affen, es sind Hühner. Es sind fucking Hühner. Oh. Opposes it. One who opposes the Buddha? Correct. The one of whom I speak hides in an abandoned temple up ahead. He sealed away the village in a shadowy fog so that he can fool the villagers. An abandoned temple? Yes. It's an old building. The door may be closed. There should be a hole in the second floor. Okay. Come. Will you slay the abandoned temple in the door? Was bist du für einer? Habe ich gegen dich schon gekämpft? Glaube nicht. Bist du jetzt tot oder weil du so geistermäßig unterwegs bist? Du bist eine Illusion. Ist das der verlassene Tempel? Wahrscheinlich. Ich will eigentlich nur nach oben.
Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen und ich darf hier einmal schauen, wie ich da hochkomme? Nun, so wohl nicht. Was geht hier? Was ist das hier jetzt? Affen. Och Mann, ey. Immer muss irgendein Blödsinn passieren. Der Gierschlund. Okay. Keine Ahnung. Ach so. Lol, jetzt komme ich hier wieder raus. Ah, so einer. Okay. Hier geht's doch nicht zu dem Tempel. Ich wollte jetzt dem Alten helfen. Jetzt bin ich irgendwo anders. Oder doch? Ah doch, hier geht's zum Tempel. Okay, wo ist... Kann ich hier nicht irgendwo... Ah, ich hab's verpasst, ne? 100 Pro gibt's hier irgendwo einen... Eine Gnade. Schrägstrich. Was bist du denn für ein Ding? Nebeladliger. Halbiert die maximale Vitalität und Haltung und erhöht die Angriffskraft enorm. First try? Irgendwas ist doch jetzt hier faul. Ist doch irgendwas faul, Leute. Ich meine, danke für das GG, aber... Ich habe nichts gemacht. Besser geworden. Ich musste überhaupt nichts tun gegen den. Ihr redet doch Blödsinn. Ich bin terribly old. This old man would like to see Lord Buddha return to his. I've gotten terribly this old. Ups. Was ihr im Chat redet, ey. Irgendwas, es ist sowas von faul, was hier gerade passiert ist. Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht töten sollen.
habe ihn einfach gnadenlos angegriffen, weil ich Schiss hatte. Wo ist hier ein... Hier muss doch irgendwo so ein Gnadending sein. Das stimmt doch, hier stimmt doch irgendwas nicht. Care to put another where you find the departed? You'll even those who can't go ahead. Was hast denn du Feines für mich? Drachenquellsake. Okay. Lila Kürbisflasche. Oh, grauen Status. Das könnte nützlich sein. Die Schatzkarpfenschuppen, die waren auch, glaube ich, rechts. Und die waren, glaube ich, da konnte ich mir auch irgendwie was Cooles von besorgen, ne? Schwierig. Kaufe ich das jetzt? Where you find the depart- wherever? Care to- 1800. May the- Die könnte irgendwann mal nützlich werden. Ich nehme sie mal mit. Dorf Mibu. Ich laufe hier einfach durch und beklau die Leute, ne? Verliert mal die Agro auf mich, bitte. Danke! So, jetzt war doch hier... Moment, Fähigkeiten erwerben. Genau, da wollte ich mal noch reingucken. Was ist das hier? Gebetsschläge. Also diese passiven Dinger sind halt irgendwie wichtig. Medizinintensität. Genau, das war, genau, das will ich haben. Perfekt. Ich bin hier schon wieder durchgerannt, ne? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich... Ich weiß nicht mal mehr genau, was ich tun muss, wo ich hin... Warum bin ich hier unten? Könnt ihr mich nochmal kurz aufklären? Ich habe es in dem ganzen Boss-Bekämpfen, Stress und... Terror, Affen, Schlangen, Gedöns, habe ich komplett vergessen, was ich hier suche. Irgendein Wasser? Den Anfang der Quelle?
Weil ich traurig bin, ja, ach. I don't know where Lord Sakusa is or what he's doing. Sakusa. It breaks my heart. Okay. If I can't see him, I'd at least like to know. But no matter how many letters I send, er schreibt nie zurück. And no one will tell me. Actually, sir, can you tell me? Where is Lord Sakusa? Keine Ahnung. You're a liar too. What? Why must everyone hide him from me? Ey! Chill mal! Junge, Junge! Hüpfen, das ist ein Sprung. Das ist ein Sprung. Das ist ein Sprung, das ist ein Sprung, das ist ein Sprung. Ich verstecke überhaupt niemanden vor dir. Ich laufe jetzt an dir vorbei. Ich will richtige Bosse bekämpfen. Und nicht so möchtegern Schnösel, die hier irgendwo in der Ecke stehen und Gitarre spielen. Hey! Ich hab dich doch in Ruhe gelassen. Lass mich auch in Ruhe. Was geht bei euch? Ah, die könnte ich mal belauschen, vielleicht irgendwann. Hallo, ich will dich belauschen. Darf ich nicht? Wieder so ein Zwischenboss, Mann. Lasst mich doch in Ruhe, ey. Gut, den muss ich wohl bekämpfen. Aber hier wird es irgendwo weiter vorne noch ein Ding geben. Ein Ding, ein Gedönse. Das ist nicht wahr, ich habe dich gesehen. Ich habe nur keinen Bock auf dich.
nicht. Was soll das hier? Ich kann doch... Hier konnte ich doch von der anderen Seite irgendwo... Ich will dich belauschen. Warum darf ich dich nicht belauschen? Dann bringe ich dich halt um, wenn ich dich nicht belauschen darf. Ich will da hoch. Ich sehe das grüne Ding da oben. Ich will das... Ich will da hoch. Auch wenn es vom Spiel vielleicht nicht so gedacht ist. Ich leck mich jetzt hier durch. Irgendwo war es nicht... Hier war es, glaube ich, erreichbar. Nee, leider nicht. Verdammt! Es lässt mich nicht, ne? Ja, ja, das mag schon sein, aber was soll ich mich mit der rumquälen? Wenn die Bosse mich sowieso mit einem Hit killen, mehr oder weniger. Also, das macht halt keinen Sinn, finde ich. Ach, warte, ich kann hier an der Tür lauschen. Jetzt verstehe ich. Ja, dann... Snacken wir dich auch mal weg. Oh, was ist das hier schon wieder? Nee, 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 nee. Dann einen nach dem anderen. In dem Fall einen nach dem anderen. Echt jetzt? Nee, das macht doch keinen Sinn, was ich hier tue. Warum soll ich mich quälen? Warum sollte ich mich quälen mit dem? Ist doch Quatsch, ich kann mich doch gleich an den anschleichen. So, was gibt's hier zu lauschen? Mal sehen. Ja, ich kann es fühlen. Es löst sich auf, wird flüssig. Oh. Okay. Ich würde gern hier rein. In dieses Haus. Aber ich habe das Gefühl... Ich muss hier erst... Hey, Willy Wonka! Grüß dich, hi.
Oh, danke. Ja, ich bin ja dumm. Wer bist du? Ihn begrüßen. Hey, what are you doing? Es fühlt sich an. Oh, das ist gut. Innen schmilzt es. Aber es ist nicht genug. Weiter einschenken, bis es überläuft. Kommt zu mir, liebe Leute. Kommt zu mir und trinkt dringend. Labt euch an diesem süßen Nektar. Kommt zu mir als Bürger des Palasts, wir alle. Ah, bitte akzeptiert uns als eure demütigen Diener. Der Becher ist leer, doch es genügt nicht. Es ist zu dünn, es löst sich nicht vollständig auf. So können wir keine Bürger des Palasts werden. Oh, Wasser aus dem Palast. Fülle erneut unsere Becher. Fülle sie zum Überlaufen bis zum Rand. Becher ist leer, okay. Okay. Göttliches Konfetti. Roter Klumpen. Geldbeutel. Deswegen? Ah. Vielleicht auch deswegen. Noch besser. Cool. Ja, jetzt habe ich hier aber trotzdem keine... Keine Statue gefunden, aber da kann ich ja jetzt durchrennen bis hierher. Du, Willy Wonka, zu viel. Muss, will ich nicht unbedingt wissen zum Spiel, aber. So ein bisschen Infos zwischendurch sind schon okay. Beschissene Zwischenbosse. Hässliche Nonne. Ich habe keine so eine Gnade gefunden, beziehungsweise so eine komische Statue halt. So eine Respawn-Statue. Aber wie gesagt, ich kann ja bis dahin laufen. Ist nicht wahr, ich habe dich gesehen. Immer noch. Du bist mir nur egal. Ach, es ist immer noch einer mehr.
Na, das wäre jetzt ein Mikiri gewesen, ne? Noch zwei Tode, dann gibt's den Tipp. Ja, es ist, keine Ahnung, weiß nicht, diese ganzen Zwischenbosse, die... Nein, ich versteck doch niemanden, dämliche Lady. Ganz komisches Timing, die Gute. Ganz komisches Timing. Glaub mir, ich habe jedes Mal blocken gedrückt, aber anscheinend jedes Mal zu spät. Weil ich ja den perfekten Block versuche. Weil der ja definitiv besser ist. Mann, ey, wie oft muss ich mir das wohl reinziehen, bis sie mich so nervt, dass ich sie doch mal angreife. Irgendwann nervt sie mich so hart, dass ich dann sie doch mal angreife.
Okay. You pretend not. Ich bin am Überlegen, was könnte denn, was mache ich irgendwas falsch? Es muss ja nicht gleich irgendwie. Ja, wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch, aber was soll ich denn machen außer blocken und angreifen? Ein Item. Ist sie denn eine Illusion oder so? Nee, ne? Das wird jetzt nichts bringen, dass ich. Wait. Ach, jetzt hilft's nichts mehr. Jetzt hilft's nichts mehr. Hä? Verstehe ich nicht. B drücken. Ah, der geht nur dreimal pro Kampf. Okay. Machen den Charakter stärker durch die Perlen. Ja, ja, klar. Das schon, aber. Ja. Das ist so ein bisschen wie Filler-Folgen in Animes. So, da wird Monkey D. Luffy wird da auch stärker. Aber eigentlich tut's der Story nichts zu. Manche kann man sich angucken, manche sind unnötig. Was? Mist.
Wir hatten komisches Timing, wieder ein bisschen ein anderes Timing, als man erwarten würde. Ich muss immer ein bisschen früher drücken, als ich denke. Aber das ist mir mittlerweile schon öfter aufgefallen, dass man in dem Spiel ein bisschen früher drücken kann. Nicht jeder Hauptboss hat eine Cutscene. How dare you hide Lord Sakuza from me? Willst du mir damit etwa sagen, das ist dein Hauptboss und da kommt dann eh auch noch eine zweite Phase? Wie ich es gerade nicht auf die Kette kriege, die richtige Taste zu drücken. Ich drücke immer Springen jetzt mittlerweile. Es ist ein nerviger Zwischenboss. Da muss ich, danach muss ich nochmal. Nee, das ist ein Springen jetzt gewesen. Manchmal macht sie da einen Stoß und manchmal macht sie einen Schwung. Und nach dem Schwung kommt immer noch einer. Nein, ich hab's schon wieder. Ja, nach dem Schwung kommt immer noch einer. Kein nerviger Zwischenboss. Ah, okay. Der nervige Zwischenboss steht davor. Die dämliche Tante mit ihrem Lord Sakuza. Kann ich sie eigentlich theoretisch... Wahrscheinlich schon, ne? Miese Nummer. Nee, lass mich. Dämliche Tussi, ey. Zu lange überlegt. Wird das irgendwie hinten raus ein bisschen schneller oder so? Ich habe das Gefühl, am Anfang muss ich dang, dang, dang drücken und eigentlich macht sie das auch in dem Rhythmus, aber am Ende von der ganzen Nummer muss ich ein bisschen früher schon drücken. Das verstehe ich, warum auch immer.
sind nur ein paar Frames, die ich früher drücken muss, aber ich muss früher drücken am Ende. You pretend not to see me. Oh, you too. How dare you hide Lord Sakuza from me? Timing ist so komisch bei ihr. Wenn sie springt, muss ich viel früher drücken. Obwohl der Treffer später ankommt. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil ich das Schwert dann höher über den Kopf halten muss. Ja, ja. Vielleicht kauft mir diese Fäule Essenz ja irgendwann mal jemand ab. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich genau eine Kugel noch brauche, dass ich noch mehr Leben habe. Wo ist es denn? Doch, es ist so. Okay. Vielleicht. Vielleicht sollte ich sie ja doch killen. Einfach, dass ich das zusätzliche Leben krieg. Ah, na gut, komm her, du. Ey, ach ja, trinken darf ich wieder nicht. Ich darf wieder nicht trinken. Ich will sie nicht bekämpfen, aber sie gibt mir mehr Leben. Why would you hide him from me? Die Perle hier direkt, meinst du? Oben im Turm? In welchem Turm? In welchem Turm gibt's eine Perle? Hier nicht.
bei ihm vielleicht noch drin, aber glaube ich nicht. Hier ging es nicht noch nach oben, oder? Nee. Mist. Okay, hier nicht. Tor, Burg, Tor, Tor. Hier gibt's keinen Turm. Burg, nix, was Turm heißt. Bodenloses Loch, nix, was Turm heißt. Senpo-Tempel, nix, was Turm heißt. Versunkenes Tal, kein Turm. Hier gibt's keine Türme. In diesem Spiel gibt's keine Türme. Das ist doch auch eine miese Nummer jetzt hier, dass ich die nicht vorher angreifen kann, obwohl ich weiß, was sie tut. Ey! Es ist eine miese Nummer, nicht mies angreifen zu dürfen. Ja, genau, richtig erkannt. Ach so, sie ist auch noch, teilweise kann man sie nicht treffen. Was eine miese Brise. Dann darf ich nicht mehr hüpfen. Weil ich ja, keine Ahnung, Stunlock for the win in diesem Spiel immer wieder mal. Und heilen darf man sich ja sowieso auch nicht. Ohne genervt zu werden. Alter, nee. Okay, vergiss es. Vergiss es. Nee. Nehme ich nicht mit. War hier irgendwo ein Turm? Nee, hier war doch kein Turm. War da irgendwo ein Turm? Nee. Keine Türme in dem Spiel. Die existieren nicht. Und alles Tempel. Oh, was? In dem Turm? Außerdem habe ich ja die Quest eigentlich auch schon fertig. Da wollte ich sowieso mal hingucken.
Ach ja. für alle auf YouTube. Die Frage nicht mehr lange. Bald hast du die Aufnahme geschafft. Ich habe vorhin drüber gesprochen, wie schwer es ist, dass man, wenn man ein Spiel, wenn man nicht so viel Spaß in dem Spiel hat, dass man dann trotzdem eben wegen einer Challenge, die ich mir ja selber auferlegt habe, alle From Software Bosse seit Demon's Souls zu killen, wie schwer es dann ist, wenn man keinen Spaß in dem Spiel hat, das dann irgendwie trotzdem irgendwie so halbwegs gut rüberzubringen. Das ist gar nicht so leicht. Dankeschön. Dankeschön für den Hinweis mit der Perle. Das könnte schon mal ein bisschen helfen. Und deswegen kommt jetzt gerade so die... Die Frage, dass ich, die Aussage, dass ich es sehr bald geschafft habe mit der Aufnahme. weil ich es bald durch habe. So, und das mich dann nicht mehr quälen muss. Weil es ist wirklich so ein bisschen eine Qual hier gerade. Ach so, Quest könnte ich noch abgeben, stimmt. Eigentlich habe ich die gekillt, also normalerweise müsste... Ja. Esoterik-Text, ermöglicht den Lernen verfolgt von Ashina-Stils. Okay. Mein Gott, was es hier alles gibt. Die Worte der Ashina-Blade. Es ist unsere Schule des Fighting. Aber du just win your battles. Ich hoffe, es kann of assistance with your Rat-Hunting. Ja, mal gucken, was es da alles gibt. Also die gelben Skills sind so ein bisschen das Wichtigste. Und natürlich, ja doch, ja, die gelben Sachen sind immer das. Die roten, das, keine Ahnung, muss nicht unbedingt sein. Kann vielleicht mal irgendwie helfen, aber fühle ich nicht. Ja, vier Skilltrees, ja. So langsam muss ich doch mehr leveln, als ich gedacht habe. Nicht Angriffskraft. Da. Genau, wenn ich jetzt halt wüsste, was es ist, ne? Führt einen schweren Überkopfschwertschlag aus, fügt der Haltung schweren Schaden zu, stellt die eigene Haltung mit einem starken Vorwärtsschritt wieder her. Oh, das ist natürlich ganz nett. Die unbeirrbare Beherrschung. Dieser Technik macht die Stärke des Ashina-Stils aus. Einmal gemeistert kann sie sicherlich... So, was haben wir hier? Eine latente Fähigkeit, die nach erfolgreichem Parieren für ein paar Sekunden den Schaden für die Haltung des aus allen Quellen erhöht, der Ashina-Stils. Das ist gut. Eine latente Fähigkeit, die bei erfolgreichem Parieren den Schaden für die Haltung erhöht. Der Ashina-Stil ist tief mit dem... Ja, die sind beide gut. Du bist zwar aus allen Quellen und hier ist die Schaden für die Haltung erhöht. Ich weiß nicht, warum das jetzt einen Unterschied machen sollte, aber das brauche ich beides. Und was war der blaue Quatsch nochmal? Ich glaube, das blaue war unnötig, genauso, genau. Ja, ach so, ja, weiß ich nicht, muss nicht sein. Blaue Zeug ist... Und das Gelbe. Das Gelbe ist halt das, was wirklich hilft. Das andere Zeug ist halt so ein bisschen Bonuszeug. Ja. Tiefen
Wassermühle. Ey, Genichiro war ein richtig cooler Boss, der Spaß gemacht hat, den zu lernen dann. Aber dann gibt mir das Spiel einen scheiß Affen, wo ich mich schon über den Ochsen beschwert habe, lässt mich zu einer Schlange laufen, wo man dann auch nicht rausfindet, woran es liegt. Dann diese seltsamen Texte. Seltsame Beschreibungstexte, dann kriegt man die Info, dass man Rüstungsteile mit dem Speer entfernen kann, kriegt einen Gegner vorgesetzt, der eine fette Rüstung anhat, bei dem geht's aber wieder nicht. Also, ja. Jetzt kann ich mich zumindest zweimal treffen lassen, ohne dass ich Angst haben muss, drauf zu gehen. Nee, das war ein Hüpfen. Lukas, grüß dich, hi. Mist. Warum? Okay, habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich da Schaden krieg. Ah, ich will immer zu viel an der Stelle. Ich muss da einen weniger. Muss da unbedingt einen weniger. Und der, also auch wenn das jetzt ein Hauptboss ist, der fühlt sich halt an wie so ein Nebenboss. Und keine Ahnung. Ist irgendwie, ja, Und ja, ich hätte mir die Erbsen hätte ich mir aufheben sollen, bis ich den Boss ein bisschen besser verstehe. Die habe ich gnadenlos verschwendet. Aber jetzt weiß ich auch, wie das mit den Erbsen läuft. Maximal 3 pro Kampf, das ist natürlich auch gut zu wissen. Wichtige Info an der Stelle. Guckt die eigentlich auf ihr Smartphone am Anfang? Ich glaube, die guckt am Anfang auf ihr Smartphone, ne?
Warum werde ich denn langsamer? Oder warum werde ich langsamer? Stimmt das? Wenn die Ausdauer voller ist, werde ich langsamer? Kann das sein? Ich dachte, das hängt mit dem Leben zusammen und nicht mit der Ausdauer. Mist. Das ist ein B. Jetzt hatte ich auch wieder das Gefühl, aber jetzt hatte ich auch weniger Leben. Warum kriege ich hiervon Schaden? Man hat das Blockengeräusch gehört. Werde ich langsamer, wenn ich mehr, also wenn meine Ausdauer voller ist, hebe ich dann das Schwert langsamer hoch? Manchmal muss man den Mikiri-Konter drücken, wenn das Rote weg ist, so gut wie weg ist, am Wegfaden ist. Jetzt hätte ich es viel früher drücken müssen, weil sie früher zuschlägt. Schwierig. Jetzt habe ich mir angewöhnt, beim Mikiri-Konter zu warten, jetzt muss ich es schneller drücken. Ach, ja. Ich glaube, ich werde irgendwer... Ich glaube, unter den YouTube-Kommentaren wurde gesagt, es gibt eine Mod, dass ich das rote Zeichen wegmachen kann. Ich glaube, das werde ich vielleicht mal probieren. Gibt es einen Baum? Was passiert hier gerade? Wieso kriegt sie da keinen Schaden? Wieso kriegt sie da gar keinen Schaden? Fällt mir ja jetzt erst auf. Das lohnt sich gar nicht, sie zu hauen. Die kriegt ja gar keinen Schaden dann immer wieder mal. Warum? Das ist ja seltsam. Kürbissamen, okay. Deswegen vielleicht die... Hier? Nee.
Hier. Ey! Was ist das denn jetzt? Danke. Dankeschön. Ey! Ich wollte nur euren Kürbissamen, Mann, den habt ihr eh nicht eingepflanzt. Achso, sie steht gar nicht mehr dort, ne? Ich glaube, sie steht gar nicht mehr dort, oder? Ja. Sie ist ja jetzt nicht rasten. Sie ist ja jetzt. Ich glaube hier. Ja, Seb, Miko, keine Ahnung, es ist halt... There is something. Yes. The sucker. You mean it is a sucker. So it's a... Yes. Ich finde das Schleichen... Was? Okay, jetzt habe ich einfach durchgedrückt. Cut off a branch and took the flowers from the tree. Without its flowers, the Everblossom was unable to survive. Eventually, the... Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sagt sie es nochmal? Ah ja. Schon mal, okay. In den Glindern kann... Nee, okay, Mist. Keine Ahnung, irgendein Baum, irgendein unendlicher Baum, der, wo die Blumen gepflückt wurden und deswegen der Baum nicht überlebt hat. Was ich gerade sagen wollte, eigentlich, warum sage ich Sepp und Miko? Ja, weil ihr habt es angesprochen mit durchrushed und keinen Spaß beim Spiel und so weiter. Aber es ist ja auch eine Sache, die wahrscheinlich alle irgendwie interessiert. Ich finde, das Schleichen und dieses Assassinenmäßige ist in diesem Spiel nicht gut gemacht. Das macht keinen Spaß, das war in Assassin's Creed viel geiler. Das habe ich schon viel besser in Assassin's Creed Black Flag gesehen mit der Schleicherei und so. Woran kann ich denn erkennen, wann sie Schaden kriegt und wann nicht? Weil dann brauche ich sie ja nicht angreifen, wenn sie keinen Schaden kriegt. Ach, viel früher drücken. Das war ein B. Okay, sie kriegt doch ein bisschen Schaden. Die Sport machen. Ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Im Augenwinkel das Rote und ihre Haltung gesehen vor allem. Ich habe ihre Haltung wahrgenommen im Augenwinkel und wusste, dass ich springen muss. Ich glaube, ich werde mir dieses rote Zeichen wegmachen. Ob ich so besser durchkomme? Vielleicht, ja. How dare you!
Sorry? Nee, alles gut. Ich habe gerade festgestellt, dass es tatsächlich... dass das rote Zeichen vielleicht weg muss. Ich verstehe hier wieder die seltsamen Timings nicht. Ich habe gerade schon wieder nicht auf ihre Haltung geachtet, sondern auf das rote Zeichen und die falsche Taste gedrückt. Dass man das im Spiel nicht abschalten kann, dass es da keine Option für gibt, finde ich mies. Dass ich mir dann einen Mod installieren muss, um diesen Ablenkungsdinger da wegzumachen. Lord Sakuza from me! Ach du Sepp, ich weiß nicht. Ob das den Kohl jetzt fett macht. Okay, warum? Warum? Das finde ich auch nicht cool. Dass es hier diesen einen Schlag gibt, der mir einfach vollen Damage macht, obwohl ich verteidigen drück, weil der Schlag von unten kommt. Was macht denn göttliches Konfetti? Was macht das? Zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt, wie die Götter die Wasser segnen. Okay. Verbannung von Erscheinungen. Okay, ich bin gespannt. Was das tut. Okay. Und diese jedes Mal. Nee, gib vor mich nicht zu sehen. Ja, oh, ihr könnt die nicht verstecken. Weißt du was? Doch, ich verstecke Lord Sakuza vor dir. In meinem Hintern. Ach so, Moment. Das will ich natürlich jetzt ausprobieren.
verstehe jetzt noch nicht, was es tut. Heiland, zack! Was macht das göttliche Konfetti in diesem Fall? Ich habe keinen Unterschied gesehen. Ich verstehe es nicht ganz. Ich mache mehr Schaden? Ehrlich? Das habe ich jetzt noch nicht erkannt. Lord Sakuza from me! Weiß ich nicht. Auch nichts, was... Okay, warum? Weiß... Ist schon wieder... Dann zeig's mir doch wenigstens an, dass das ein nicht blockbarer Angriff ist. Und in dem Moment sagen sie dann, das ist ein blockbarer Angriff, wo ich dann beinahe den vollen Schaden bekomme. Ach, Leute. Da behaupten sie dann, es wäre ein blockbarer Angriff, da kommt kein rotes Zeichen und nichts, dass ich vielleicht irgendwas anderes tun sollte, sondern nee, bleib ruhig stehen. Bleib ruhig stehen. Bam in die Fresse. Ach, YouTubes. Leute auf YouTube. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart. Bisschen was. Bisschen voranbekommen bin ich schon. Haut rein. Tschüss.